Hallo, Herr Herrmann. Habe ich richtig gesagt, Doktor der Mathematik? Ja, der Mathematik, natürlich. Ja. Sie laufen also durch die Gegend und sehen alltägliche Dinge und sagen, hier kann man ganz einfach lösen. Anstatt den Tisch zu drehen, entwickeln Sie eine Formel. Genau. Also mein vorher Credo, ist es einfach, nachher ist es schwierig. Mein Credo, Mathematik ist überall. Ja. Es ist tatsächlich in jeder Hinsicht, überall steckt heute Mathematik drin. Ja. Sie glauben gar nicht, wie viele Studiengänge Mathematik benötigen. Das sind die meisten Studenten total irritiert. Ich wollte doch Medizin studieren, ich wollte Biologie studieren. Und die müssen alle Mathematik machen. Ja. Heute gar nicht mehr anders möglich. Mit Mathematik kann man alles lösen. Ja. Frisuren auch? Hören Sie auf. Die mathematische Formel für Ihre Frisur? Die mache ich selber. Ja, ja, aber haben Sie doch nach einer mathematischen Formel oder einfach Topf drauf und fertig? Das wird einfach... Ja. Im Spiegel, zack, 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 zack. So, Sie zeigen uns jetzt mal ein paar Beispiele anhand von Praxis. So, was muss ich machen? Also ich glaube, eine Idee war, hier mit dem Spiegel erstmal zu arbeiten. Okay. Frage an Sie. Wie groß muss ein Spiegel sein, damit Sie sich vollständig darin sehen können? Simple Frage. Ja, im ersten Moment würde ich sagen, so groß wie ich, stimmt aber nicht, weil der Spiegel ist ja kleiner als ich, kann mich aber trotzdem gut sehen. Das hängt davon ab, wie weit ich entfernt, je weiter ich entfernt bin, desto weniger passe ich in den Spiegel, fällt mir gerade auf. Ja, wenn Sie hochgehen, sehen Sie was anderes. Aber schauen Sie mal genau hin, gehen Sie genau hin, wo halt Sie Ihre Füße sehen können und kommen Sie wieder näher ran und Sie werden feststellen, Sie sehen genau den gleichen Ausschnitt, es ändert sich gar nicht. Auch diese Aussage von der Entfernung hält ab. Stimmt, das hätte ich jetzt noch niemals drauf geachtet. Ja, genau, genau. Das hilft in dem Moment. Egal, ob ich da hinten stehe oder hier vorne stehe im Spiegel. Es ist immer genau das Gleiche. Aber wie viel braucht man das wirklich? Ich mache es Ihnen vor. Helfen Sie mir bitte mit. Ja. Sie müssen mir einen Anfang und ein Ende brauchen wir, oder zwischendurch. Können Sie dieses Fädchen mal da oben an Ihre Augen halten und hier dem verfolgen? Und hier unten würde ich Sie bitten, dass Sie mal da irgendwo drauf treten. Ja, damit wir Ihre Füße unten sehen können. Ne? Ja, ja, jetzt sehen wir Füße und Augen. Ja. Und jetzt müssen Sie bitte den Gefallen tun, verfolgen Sie diesen Faden mit dem Auge, sodass Sie genau Ihre Füße unten sehen. Ja. Wo ist das? Bisschen höher. Höher? Ja. Ja, so, genau, so. Genau, genau. Und jetzt muss man einfach schauen, der Winkel, der hier oben auftritt, und der Winkel, der hier unten auftritt, ist jetzt Ausfallwinkel gleich Einfallswinkel gleich groß. Und jetzt müssen Sie einfach nur hier symmetrisch rübergehen und dann sind Sie genau bei der Mitte. Das Stück von dort bis dort ist die Hälfte Ihrer Größe und Sie sehen das Ganze bis unten hin. Sie brauchen also nur die Hälfte Ihrer Länge. Sie brauchen nur einen halb so großen Spiegel. Das spart Geld. Ja, aber wie? So. Immer. Ja, natürlich, bei jedem Spiegel. Sie müssen nur die Hälfte haben. Der Spiegel muss immer, wenn der Spiegel halb so groß wie ich bin, ist, passe ich genau rein. Passen Sie genau rein, so ist das. Das haben Sie erfunden. Kann man einfach durchschauen, sieht man das. Wichtige zweite Frage, wird Sie überraschen, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Frage. Wenn ich in den Spiegel schaue und meine rechte Hand bewege, was macht der Spiegelbild? Es wackelt mit der linken Hand. Wenn ich links wackele, wackelt der mit dem rechten. Ja. Ne? Genau. Aber er vertauscht also rechts mit links. Warum vertauscht er aber nicht oben mit unten? Wenn ich mit dem Kopf wackele, wackelt nicht der Fuß. Hey. So. Wie ist das? Ja. Tosender Applaus, würde ich sagen. Ich habe schon mal drüber nachgedacht. Warum? Eine. Das ist ja interessant. Ja, 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 ja. Eine. Also ich mach mir oft Gedanken, aber das ist so, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Wieso vertauscht der Spiegel nicht oben und unten? Ja, ne? Eine hinterhältige Frage. Soll ich da lernen? Einfache Erklärung. Ja. Die ist also ganz schön raffiniert. Rechts und links. Ich stelle mich mal Ihnen gegenüber. Ja. Da ist für mich rechts, da ist für Sie links. Ja. Da ist für mich links, da ist für Sie rechts. Ja. Sie haben also ein ganz anderes Rechts-Links-Gefühl als ich. Nämlich individuell für ihn abhängig. Aber für Sie ist da oben aber und für mich auch. Und unten ist objektiv. Ah! Subjektiv ist ich subjektiv. Idiot. Ja. Und ich bringe hier zwei Begriffe rechts, links zusammen mit objektiven Begriffen oben, unten. Das ist unfair. Der Spiegel vertauscht nämlich gar nicht rechts und links. Wenn da hinten Osten ist und ich zeige nach Osten, dann zeigt mein Spiegelbild auch nach Osten. Und nach Westen zeigt er auch nach Westen. Der vertauscht gar nicht. Ja. Es ist nur die Orientierung. Natürlich, die natürlich, natürlich. Ah. Sie könnten Mathematik studieren. Ja. Ja, das ist